Willkommen in der Handelsfamilie von der Handwerkszyklen. Für den Zusammenbau dieses Fahrrads benötigen Sie etwa 20 Minuten. Es beginnt mit dem Auspacken aus dem Paket. Vergewissern Sie sich, dass alle Werkzeuge und Zubehör in der Verpackung sind. Die für die Installation erforderlichen Werkzeuge sind 6-Kant- oder Imbusschlüssel Nummer 4 und Nummer 5, ein Kurzschraubdreher und ein Maulschlüssel Nummer 15. Es wäre besser, wenn Sie Folgendes haben, einen Philips-Schraubendreher und einen Schraubstock oder eine Abisolierzange. Schrift 1. Montieren Sie des Leckers. Drehen Sie den Verbau um 180 Grad im Uhrzeigersinn. Achtung, das ist sehr wichtig, sonst könnten das Vorderrad beim Fahren gegen den Fuß stoßen. Bringen Sie dann die Leine an dieser Stelle an. Lösen Sie mit dem Imbusschlüssel die Schrauben am Verbau und entfernen Sie die Verbauabdeckung. Dann setzen Sie den Lenker auf den Verbau. Stecken Sie die Schrauben in die vier Löcher und ziehen Sie die Schrauben in der angegebenen Reihenfolge fest. Achtung, ziehen Sie die Schrauben aber nicht zu fest an, da wir sie nach der Montage des Vorderrads wieder einsteigen werden. Schritt 2. Montieren Sie den Sattelsitz. Setzen Sie den Sattel auf den Sitz des Fahrrads. Stellen Sie die Sitzhöhe und Sitzposition für den Komfort des Fahrers ein und ziehen Sie ihn fest. Stellen Sie das Mountainbike kopfüber auf eine ebene Fläche und gehen Sie dann zum nächsten Schritt über. Schritt 3. Montieren Sie das Vorderrad. Nehmen Sie die 8 Baugruppe auseinander, indem Sie die Motor abschrauben. Nehmen Sie den Bremsschutzblattkehr aus. Setzen Sie die Achse auf die Gabel. Die Bremsscheibe und die Bremse werden auf der gleichen Seite montiert. Ziehen Sie die Motor mit dem Maulschlüssel Nummer 15 fest. Testen Sie, ob das Vorderrad fest angebaut ist oder nicht. Schritt 4. Montieren Sie die Pedale. Setzen Sie die richtigen mit L oder F gezeichneten Pedale auf den Kupplung an und drehen Sie sie mit den Gabelschlüssel, bis sie fest sitzen. Drehen Sie das linke Pedal gegen den Uhrzeigersinn und das rechte Pedal im Uhrzeigersinn, um es festzuziehen. Schritt 5. Montieren Sie die Reflektoren. Schritt 5. Montieren Sie die Reflektoren. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte bei HighlandService@joeyki.com.